Das Herz der Humanisten brennt für Legalisierung. Die bisherige Drogenpolitik ist aus unserer Sicht gescheitert. Sie hat den Drogenkonsum nicht reduziert und schafft es nicht, die an Drogensucht erkrankten Menschen wirkungsvoll und dauerhaft zu unterstützen. Konsumenten und Anbieter von Drogen werden durch die Prohibition in die Illegalität und oft auch in prekäre Lebensverhältnisse gedrängt. Dadurch werden internationale kriminelle Strukturen gefördert, die deutlich mehr Schäden und Leid verursachen, als es psychoaktive Substanzen allein jemals könnten. Es ist zudem rational nicht nachzuvollziehen, wieso Substanzen wie zum Beispiel Cannabis mit Verboten belegt sind und die weitaus problematischeren Stoffe wie Alkohol und Zigaretten als unserer Kultur zugehörig auf dem freien Markt zugelassen sind. Die Legalisierung psychoaktiver Substanzen erlaubt offene Aufklärung und schafft durch Steuereinnahmen und Einsparungen in der Strafverfolgung die nötigen Ressourcen für Prävention und Suchthilfe. Damit kann ein verantwortungsbewusster Konsum ermöglicht werden. Unser Ziel sind informierte Bürger, die auf Grundlage gut gesicherter Informationen für sich selbst entscheiden, welche Risiken sie durch den Konsum psychoaktiver Substanzen eingehen möchten und bei Bedarf guten Zugang zu Hilfsangeboten haben, ohne Stigmatisierung. Die Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse über diese Substanzen und die Vermittlung von Safer Use und Harm Reduction Strategien sehen wir dabei als staatliche Aufgabe. Es müssen legale Wege zum Erwerb der Drogen geschaffen werden, um dem Schwarzmarkt und der dazugehörigen organisierten Kriminalität die Grundlagen zu entziehen und Konsumenten nicht weiter in das gesellschaftliche Abseits zu drängen. Detaillierte Informationen über unsere Vision zur Drogenpolitik und ihre Umsetzung findest du auf unserer Website oder du schaust in die Videobeschreibung.